Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tretin und wir befinden uns heute hier in Call of Duty Black Ops 2. Ein Gameplay auf Standoff, glaube ich. Ja, 49-7. Schon ein bisschen länger jetzt her. Ich habe das auch bei Facebook gepostet. Und ja, was ich im heutigen Video mal besprechen möchte, sind Mädels, die sich im Internet wie Bitches zeigen und sich wie die übelsten Schlampen geben. Und ganz kurz nochmal zum Gameplay. Ich mache kein Camping, ich mache taktisches Warten. Was natürlich auch sehr gut klappt, wenn man so sieht, dass man 49-7 erreicht damit, was ich schon kackendreist finde. Aber, naja, wenn es klappt, außerdem habe ich jetzt das Video und fertig ist. Also, ja, zu den Mädels, die sich wie Schlampen benehmen und sich so im Internet auch präsentieren. Da blende ich mal auch immer wieder ein paar Bilder ein. Ich habe die Gesichter ein bisschen unkenntlich gemacht, also mit so einem schwarzen Balken und dass man nur halt sieht, wie die sich so fotografiert haben. Die kommen alle aus Deutschland, bis auf eine, wo gar nicht zensiert ist, wo man einfach nur den Körper sieht und der Kopf gar nicht mehr drauf ist. Das ist ja die allerschlimmste Form. Da zeigen sich die Mädels richtig wie die schlimmsten Bitches, die es auf der Welt gibt. Ich kann auch nicht wirklich nachvollziehen, warum das jemand tun sollte. Weil das ist doch einfach nur irgendwie auch peinlich, wenn das mal irgendwie so der Chef sieht oder so. Klar, so ein Sexy-Pick ist immer okay, aber dass man dann seinen Kopf nur noch halb zeigen muss, damit man Aufmerksamkeit bekommt und dann wenigstens die Brüste noch ganz drauf sind. Also alles ist egal, wenigstens müssen die Brüste ganz auf dem Bild sein. Also ich finde sowas eigentlich schon ziemlich lächerlich. Wobei man eigentlich sagen muss, dass es doch besser ist, wenn man einen anschreibt, um einfach so Kontakt zu knüpfen oder halt einfach nur, weil man die Person kennt und dann den Charakter schon kennt und dann einfach mal mit der Person sprechen möchte. Aber solche Frauen sehen es nicht ein, sie finden sich meist wahrscheinlich selbst noch hässlich. Und ja, ich finde das ein bisschen schade eigentlich, weil so muss man sich echt nicht präsentieren. Hat keine Vorteile, kann sogar nur Nachteile haben, wenn der Chef das dann halt sieht. Und, also der zukünftige eventuelle dann. Und ja, also, ich weiß nicht. Ich blende mal genau jetzt das Bild Nummer 4 ein. Ich habe das nummeriert, damit ich mir das merken kann. Bei dem Bild sieht man das ziemlich extrem. Da sieht man nur den halben Kopf da und dann noch von oben so komisch. Und man sieht da eigentlich schon fast gar nichts mehr. Ist fast genauso wie Bild Nummer 1, was ich jetzt gerade eingeblendet habe. Und ja, sowas muss einfach nicht sein. Man kann einfach mit natürlicher Schönheit punkten, meiner Meinung nach. Man muss nicht da irgendwie so nur die Brüste zeigen und dann denken, dass man famous ist, weil man dann ein paar Klicks bekommt. Weil im Internet gerade sehr viele Jugendliche sind, die sowas sehen wollen oder halt auch nur Perverse. Was ich auch extrem finde, ist, dass sich solche sogar noch mit einem treffen würden. Sie fragen manchmal sogar noch nach dem Treffen. Oh, da wurde ich gekillt. Das finde ich dreist. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Scheiße. Achso, ja, dann haben die sogar noch gesagt, dass die sich treffen wollen würden. Und ob man sich dann mal treffen könnte und so bla bla bla. Naja, so ganz ehrlich, von solchen, man muss immer selbst entscheiden, ob man sowas gut findet, aber ich persönlich finde das eigentlich nicht so schön, deswegen habe ich das zweimal hintereinander schon abgelehnt, weil klar, ich bin Gamer, man könnte sich trotzdem mal treffen, aber ganz ehrlich, auf sowas, ne, muss man gar nicht aus sein, also man trifft sich dann mit solchen Bitches, also muss ehrlich nicht sein. Mein Tipp ist einfach sozusagen dann in diesem Video, dass man sich dann einfach natürlich zeigen soll und ja, nicht sowas, solche Bilder zeigen muss, wie hier ganz halt eingeblendet werden. Und ja, ich weiß noch nicht, wo ich die Bilder genau platziere, weil das Gameplay müsst ihr auch noch irgendwie sehen. Oder ist es einfach nur ein beiläufiges Gameplay? Ich weiß es noch nicht. Muss ich alles nachher gleich in der Post-Production machen. Was ich noch sagen wollte, ganz kurz vom Thema weg, ist, dass ich einmal ein Gaming-Tag, Gaming-Woche machen will, wo ich dann halt alle 7 Tage dann ein Video hochlade
Und das ist aber nur so eine Also, Special-Woche, einfach nur mal kannst du so, dir dass ich es vorstellen, gemacht habe. Wann das genau ist, weiß ich selbst noch nicht genau. Muss ich also erstmal wenn das so gucken, geht wie bei wann dir, ich dann so bist du dafür echt völlig Zeit habe. am Arsch. Ich muss auch ein paar Videos dafür dann Probier von vorproduzieren, jedem weil 10. ich schaff's nicht, jeden Tag was aufzunehmen. Eigentlich Probier ist es von jedem schon Arsch. für mich jetzt in meinen Verhältnissen ziemlich Achtung, schwer, dass feindliche ich so immer Hunter-Drohne diese Zeit finde, unterwegs. dass ich jetzt die Videos aufnehmen kann. Aber noch klappt das alles perfekt. Ihr Leider seid beginnt Tatar. in ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Wahrscheinlich kommt das Freitag, den Gut, jetzt 26. bereit Das machen für heißt, die nächste Runde. für euch sind das nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage und dann fängt meine Ausbildung an. Und ja, dann habe ich weniger Zeit dafür. Ich mache eine schulische Ausbildung als technischer Assistent für Informatik. Also Hardcore-Herrschaft. so der Grundgedanke von einem Ziele Informatiker sichern. ist das, wo ich dann noch Häuser Fachorientierungen wird machen kann und gesichert. so. Nach Und der Fall da kann ich Tatari dann eingenommen. halt die Wir sind Informatik in Front. bisschen näher kennenlernen, so mit PC-Komponenten, Programmieren von Programmen, auch von Minispielen, sowas wie Tetris oder so, lernen wir da im zweiten Jahr, glaube ich, programmieren. Und dann Ziel lernen wir wird da auch gesichert. Internetseiten zu hosten, also HTML und CSS. Das kann ich aber schon von meiner Medienschule aus. Und ja, Drohne dann würde ich erwartet sagen, Befehle. ach Bravo ist nee, dann würde ich abgesichert. sagen, kommt gar nicht. Also das Hunter-Killer-Drohne dauert ja in noch. Das Gameplay Bereitschaft. geht ja noch ein bisschen. Vorräte erwarten Die Befehle. letzten drei Kills habe ich im Gameplay gemacht, wollte ich nochmal Feindliche kurz Vorräte anmerken. unterwegs. Zwei Kills habe ich gemacht und genau in Hunter-Killer-Drohne der letzten eingesetzt. Mikrosekunde kam dann die Hunter-Killer, Hunter-Killer-Drohne was ihr leider eingesetzt. natürlich nicht sehen könnt, Drohne weil nähert sich. das im Nachhinein im Kinomodus Drohne aufgenommen wurde. erwartet Befehle. Ja, Feindliche Drohne nähert was sich. gab es noch? Ach ja, die haben da richtig Hunter-Killer-Drohne in rumgeflankt. Man kann die ja Bereitschaft. immer kurz noch eine Sekunde hören oder so. Vorräte Hat erwarten man die immer Befehle. schreien gehört, weil hier der schon Verbündete wieder bla bla Hunter-Killer-Drohne bla. Die sind richtig eingesetzt. abgegangen, die Arschlöcher. Verbündete Und ja, Escort-Drohne aber nochmal unterwegs. zurück zu den Mädels, die sich wie Schlampen anziehen und kleiden und so. Verbündete Und wenn man Vorräte sie dann mal unterwegs. anspricht darauf, ne, das ist ja immer das Lustigste, wenn man sie dann darauf anspricht, hier, ja, warum ziehst du dich denn so an hier mit BH ex Patrouillengänger in mit Bereitschaft. Möpse extra zeigen und so, ne? Wie die dann abgehen, Alter, no Verbündeter joke, Todbringer die läuft werden richtig fallen. aggro. Also, wenn ihr leben wollt, dann fragt das lieber nicht. Jetzt sterbe ich nochmal hier, erstmal hier, weil ich diese Scheiße nicht brauche, dachte ich. Und dann sterbe ich hier nochmal ganz ratzefrech von einem Teammate mit der Nate. Wenn mich nicht irre, werde ich gleich nochmal von einem Camper da abgeschossen. Glaube ich. Ja. Den habe ich auch gesehen, aber ich habe ihn halt zu spät Todbringer bereit wahrgenommen. zum Das ist so ein Einsatz. bisschen dumm gelaufen. Ja, also, wenn ihr sie dann fragen würdet, warum die sich so kleiden, dann, ja, sieht auch gut aus, ist modern, bla bla bla. Aber ich finde das eigentlich Wir nicht so. verlieren Bravo. Also, ich finde es eigentlich besser, wenn sie sich normal kleiden und sie müssen nicht ihre Brüste da ins Internet stellen. Das kann schon ziemliche Nachteile haben, Verbündete weil Hunter-Killer-Drohne warum eingesetzt. sollte man sich so immer zeigen müssen? Das heißt doch nur, dass Hunter-Killer-Drohne bereit zum Einsatz. Sag mal Vorräte schnell, in Bereitschaft. Verbündete die Drohne nähert sich. Orientierung hier, die Orientierung Verbündete von wie Hunter-Killer-Drohne sich das alles eingesetzt. so im heutigen Zeitalter regelt, Drohne nähert geht das sich. doch dann immer mehr dazu, dass man immer weniger zeigt, immer mehr zeigt und immer weniger anhat und muss doch nicht sein. Warum denn? Das ist doch okay, wenn man auch mal einen normalen Pullover anhat oder so. Man muss doch nicht immer die Brüste von den Frauen sehen. Okay, ich find's auch cool, aber wenn das jede macht, ne, dann ist das nichts mehr Besonderes und ja, ich weiß nicht. Also Das schlussendlich Ziel ist müssen das fast immer die erfüllt. Personen Nicht selbst entscheiden, die aufgeben. diese Fotos machen. Aber ich finde es eigentlich nicht schlimm, wenn die nicht gleich sofort alles zeigen. Also ich kann damit leben. Ja, das Gameplay neigt sich langsam dem Ende zu. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht eine Minute oder so geht das. Oder? Verbündete Ja, ungefähr Drohne eine nähert Minute. sich. Oder eine halbe, ich weiß nicht. Ich kann die Zeit nicht sehen, das behindert. Charlie wird Ja, gesichert. also mein Tipp einfach mal, falls diese Drohne steht 25% bereit. der Mädels wirklich Mädels sind, die Drohne meine nähert Videos sich. gucken. Verbündete Ja, zeigt euch Hunter-Killer-Drohne nicht so, eingesetzt. seid einfach natürlich und so und ja, Hunter-Killer-Drohne in ist einfach besser. Bereitschaft. Dann möchte Vorräte ich in nochmal alle Bereitschaft. Leute, mich bei allen Leuten bedanken, die einen Adblocker nicht verwenden, Verbündete also die kein Hunter-Killer-Drohne Adblocker haben. Jetzt kommen die eingesetzt. finalen Abschüsse. Möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die kein Adblocker benutzen. Und ja, dadurch ermöglicht ihr mir, dass ich meine Videos so zeigen kann. Jetzt ist das Gameplay auch vorbei. Jetzt seht ihr ganz kurz noch was Schwarzes, weil ich kein Gameplay für 10 Sekunden reinstelle noch. Dann würde ich sagen, also ich möchte mich
bei allen bedanken, die meine Videos eh gucken, aber alle, die 89%, die meine Videos ohne Adblocker gucken, ihr seid hammergeil, ihr ermöglicht das alles erst, dass ich so viele verschiedene Gameplays bringen kann. Okay, in letzter Zeit ziemlich viel League of Legends und Epic Fail, aber ich warte ja noch auf die guten Spiele dieses Jahres, Saints Row 4 und Battlefield 4, und davon werden natürlich auch wieder Gameplays kommen, und da könnt ihr euch ganz sicher sein, und ich werde mich schon richtig drauf freuen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, euer Tritene.